Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich das Video um meine Bremsen. Denn ich habe Post bekommen, beziehungsweise zwei große Pakete von Stein und Dinse. Und was da drin ist, werden wir jetzt mal herausfinden. Wir haben einmal in diesem kleinen Paket eine Brembo-Bremsscheibe für das Hinterrad. Ist die. Nichts kaputt machen jetzt hier noch. Und in diesem großen Paket befindet sich natürlich schon mal ein bisschen mehr. Haben wir hier zum einen einmal Schaumreiniger, genau. Dann einmal Bremsreiniger, weil es sind natürlich Bremsen. Und einmal Bremsbeläge. Die sehen, finde ich, sehr fresh aus. Und zu guter Letzt die riesengroße Bremsscheibe für vorne. Ey, das ist echt so groß, das Teil, ne? Also so der Karton. Also wenn du es aufmachst, schon Deluxe auf jeden Fall. Genau. Und das werden wir auf jeden Fall in diesem Video einmal anbauen. Aber zuerst würde ich sagen, steige ich einmal aufs Bike, mache einmal eine Bremsprobe von meinen Originalbremsen, die ich jetzt drauf habe. Und dann machen wir gleich, wenn wir die Brembo-Bremsanlage quasi angebaut haben, nochmal einen Vergleich, wie die Brembo-Bremsanlage bremst. Genau, und dann wollen wir mal sehen, ob das wirklich so ein großer Unterschied macht, ob man wirklich sich so eine Bremsanlage holen sollte. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Bremsen. Wir sind zurück. Wir müssen das Motorrad hier gleich einmal nochmal zurechtdrehen und aufbocken und dann starten wir auch schon mit dem Umbau. Ich würde sagen, wir räumen uns das hier erstmal alles zurecht und dann schalten wir gleich in den Zeitraffer ein und lassen euch parallel mitlaufen, während wir es umbauen. Haben wir netterweise die Reifen ausgebaut. Hier ist einmal das Hinterrad und hier haben wir schon mal das Vorderrad platziert. Das ist jetzt einmal die neue Bremsscheibe und das ist die alte. Also im Vergleich, man sieht auf jeden Fall schon einen großen Unterschied. Hier sind viel mehr Löcher, hier ist viel mehr von diesen Verstärkungen, was auch immer. Hier. Genau. Und ich werde das jetzt einfach mal tauschen und dann gucken wir gleich mal, wie das aussieht. Also einmal nochmal vorher und dann werden wir gleich einmal das nachher sehen. So, das hier ist jetzt einmal die Originalbremsscheibe und das ist jetzt einmal die Brembo-Bremsscheibe. Halt mal ein bisschen dichter zusammen, ja nicht überlappen. So. Ja, sieht schon anders aus. Also die hier ist auch auf jeden Fall absolut noch nicht eigentlich tauschdürftig. Nee, wie viele Kilometer hast du drauf? Ich habe jetzt knapp 3000 Kilometer, glaube ich, auf der Uhr. Also die ist halt quasi noch neu. Eingefahren. Die behalte ich jetzt auch noch, falls irgendwie was passiert. Man weiß ja nie. Und die wird jetzt hier einmal festgeschraubt. So rum, selbstverständlich. Und dabei ist auf jeden Fall immer ganz wichtig, dass man die kreuzweise festschraubt. Also wenn man die hier festschraubt, dann ungefähr die. Und dass man die halt über Kreuz festschraubt. Aber das werdet ihr ja gleich im Zeitraffer nochmal sehen. Ich finde, das sieht so auf jeden Fall schon mal mega fresh aus. Also im Vergleich zu der alten. Ja, doch, ist schon ein Unterschied. Ich finde, das macht schon einiges her auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch nochmal großes Dankeschön an Stein und Dinse, dass sie mir die Sachen bereitstellen. Und ich würde sagen,
Es geht wieder ran an Schrauben. Bei den Schrauben ist auf jeden Fall noch ganz wichtig, dabei zu beachten, dass ihr die Schrauben festklebt. Also zum Beispiel mit, wo auch immer der gerade ist, Schraubenkleber. So dicht, glaube ich, fokussiert er nicht. Doch, ja, eben hat er. Achso. Ja, genau. Aber mit Schraubenkleber befestigen. Eigentlich am besten auch noch mit einem Drehmomentschlüssel. Den habe ich jetzt hier leider nicht da. Aber ich denke mal, wenn ich meine Aufbauständer zurück zu Dunkelblut bringe, prüfen die das nochmal nach. Und ja, ich werde mich jetzt mal ran. Das ist jetzt das Endergebnis. Ich finde, die sehen schon echt fresh aus jetzt. Also am Anfang dachte ich, der Unterschied ist gar nicht so groß, aber... Das sieht so viel sportlicher aus irgendwie. Diese eckigen, schwarzen Verstärkungsteile, was auch immer das sind, ja, machen so einen großen Unterschied. Alles klar, hinten. So. So, da ist das gute Stück. So, hier sind jetzt die Unterschiede nicht ganz so doch, groß. Ich finde schon. Aber dadurch, doch, die Löcher sind auf jeden Fall anders. Anders, ein bisschen. Und ich glaube, dieses Gefühl irgendwie ein bisschen... Ein bisschen breiter, ne? Durch also, diesen... Ich weiß nicht, ob das nur den, ja, der Abdruck vom Bundesdrehen um. Ja, das täuscht. Das kann sein, dass es täuscht, dass hier auch hinter der Abdruck drauf ist. Können wir mal gucken. Ja, doch, die sind aber eigentlich relativ... auf jeden Fall. Relativ. Zeig mal. Ah, nee, doch, ich dachte, die wäre... schon weiter runtergebremst, aber so viel bremse ich hinten ja nicht. Ja, eben. Ja. Okay. Auf jeden Fall, die kommt weg. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder einen richtig rum und einen falsch rum. Ja, irgendwo ist das eingebrannt hier. Genau. Einmal gucken, ob das hier auch wieder, ja, guck, passt. Suche. Perfekt. Sehr so, gut. Dann geht's wieder ran. So, natürlich müssen wir noch einmal die Bremsbeläge ändern, bevor wir die Räder reinbauen. Und Christopher hat sich netterweise schon mal darum gekümmert, die Sättel lose zu machen. Und das werden wir jetzt einmal kurz tauschen, beziehungsweise Christopher wird es tauschen. So, hier haben wir jetzt noch einmal den Vergleich. Das hier sind jetzt die neuen unbenutzten Bremsbeläge und das sind schon meine etwas länger benutzten alten Standard, Original, wie auch immer Bremsbeläge. Aber man sieht, die sind jetzt noch nicht irgendwie komplett runtergefahren, also das geht halt echt noch klar. Aber jetzt kommen hier die schicken Brembo-Anlagen ran. Natürlich in der typischen Farbe Rot für Brembo. Passt jetzt optisch zu dem Türkis. Ja, ist gar nicht. Okay. Aber die sieht man ja jetzt sowieso nicht, weil die ja in den Sattel reingebaut werden. Bitteschön. Ja. Die Belege sind drin und der Reifen kommt jetzt wieder rein. So, das Vorderrad ist jetzt wieder drin. Kannst du einmal rankommen und einmal hier einmal die schöne neue Bremsscheibe. Und die Belege sieht man jetzt halt, wie gesagt, nicht, weil die verbaut sind, obwohl vielleicht von der anderen Seite. Komm mal rüber. Wenn man hier so durchguckt, dann sieht man da halt eben so ein bisschen die roten Belege. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Belichtung jetzt auch so hinkommt. Mal gucken, was man da am Ende beim Edit noch machen kann. So, jetzt einmal noch mal hinten das Ganze. Und dann, genau, muss ich noch einmal bremsen, um zu gucken, ob der Bremsweg sich jetzt verändert hat. Spitze. So ist hübsch. So, das ist jetzt hier mein ultimativer Schlaghammer. So Leute, das Bike ist wieder komplett zusammengebaut. Einmal vorne die Scheibe. Und hinten ist sie jetzt auch dran und alles wieder an seinem Ort. Wir haben eben gerade noch einmal mit dem Bremsenreiniger rübergesprüht. Das ist jetzt kein Muss, aber wir haben es jetzt einfach gemacht, weil die Bremsscheibe halt neu ist und dann, ja, flutscht es besser. Obwohl das ja beim Bremsen jetzt nicht unbedingt vom Vorteil ist. Was ich jetzt eben gerade schon gemacht habe, als die Kamera noch nicht an war. Das ist einmal hier die Bremsflüssigkeit hochzupumpen. Man kann den Hebel reiterisch dann bis zum Lenker ran
ziehen und dann muss man halt nach und nach immer weiter ran pumpen und bis der Widerstand halt wieder da ist. Ist jetzt hier einmal schon der Fall. Bei der Hinterradbremse muss man rein theoretisch das gleiche machen, aber da ist der Widerstand eben nicht so groß, sag ich mal, wie bei der Vorderradbremse. Den Part mit den Bremsen müssen wir ja leider morgen filmen, weil wir zu lange gebraucht haben und es draußen absolut dunkel ist. Genau, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Also für euch gleich, genau, da machen wir dann das Video einmal zu Ende. Aber ich bin auf jeden Fall schon mega begeistert von dem Ergebnis, weil das optisch halt schon so viel hermacht, vor allem vorne diese Bremsscheibe. Ist halt einfach. Muss doch ein bisschen eingebremst werden. Einfach Deluxe aus. Nochmal ein bisschen eine Roundtour und dann werde ich die halt jetzt vorsichtig erstmal einbremsen, weil so eine Gefahrenbremse sollte man jetzt mit diesen frischen Scheiben erstmal nicht machen. Also immer schön erstmal leicht abbremsen, am besten während der Fahrt immer so ein bisschen beschleunigen, weiß nicht, auf 70, 80 und dann runterbremsen auf 50, so ganz vorsichtig, sodass das halt sich einspielt. Vor allem, weil es ja auch beides neu ist, also sowohl die Belege als auch die Bremsscheibe. Genau. Damit ich dann morgen die Gefahrenbremse quasi wieder machen kann und wir das dann einmal vergleichen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay. Stell einfach ab. Da. Man merkt auf jeden Fall schon, dass die Brembo-Bremsanlagen jetzt einen deutlichen Unterschied machen zur Originalscheibe. Wir können uns die ja jetzt hier auch nochmal angucken. Also ich habe die halt gestern auch wirklich gut eingefahren, deswegen konnte ich jetzt auch eben die Vollbremse machen. Und das macht halt schon echt einen enormen Unterschied. Also bei den Bremsen sollte man auf jeden Fall nicht sparen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie groß jetzt der preisliche Unterschied ist zwischen denen und den Originalen. Aber da schreibe ich euch dann vielleicht jetzt gleich hier einmal unten rein. Und ja, ich würde so damit sagen, beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so einen kleinen Unterschied zu sehen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo und ein Kommi. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.